Die internationale Automobilausstellung IAA hat heute ihre Tore in Frankfurt offiziell eröffnet. Mehr als 1000 Aussteller präsentieren 89 Weltneuheiten und sie zeigen sich optimistisch, trotz der aktuell diskutierten Konjunkturrisiken. Man erwartet ein gutes Autojahr, heißt es. Bei mir Rolf Katzmeier, Geschäftsführer der SVA Vermögensverwaltung. Herr Katzmeier, ist denn dieser Optimismus berechtigt oder ist das das berühmte Pfeifen im Walde? Der Optimismus ist meiner Meinung nach berechtigt, wobei die Automobilbauer kommen ja schon aus einem Mega-Optimismus. Dies spiegelt sich ja auch in den Aktienkursen nieder. Ob das wiederum zu toppen ist, das bleibt abzuwarten. Sie haben die Aktienkurse schon angesprochen. Es ist ja unglaublich, wie die zurückgekommen sind in den vergangenen Wochen. Natürlich, als klassischer Zykliker werden die dann auch schnell gegeben. Was preisen die Märkte hier ein? Ja, wie Sie selber sagen, sie liefen ja relativ gut schon, die Autowerte. Die sind ja wirklich nach oben geschossen. Was sie einpreisen, bleibt zu spekulieren, was das sein kann. Es könnte die E-Auto-Politik sein. Es könnte sein, dass man einfach davon ausgeht, wie Sie selber sagen, Zykliker, die reagieren halt nun mal. Was wir momentan mit Griechenland diskutieren, fördert ja nicht unbedingt den Absatz von Automobilen. Das könnte alles momentan eingepreist werden. Aber momentan preist man dieses ja nicht nur in Automobil-Auto-Werte ein, sondern auch in andere. Sie haben die E-Autos, überhaupt Elektromobilität angesprochen, ein Trend, den die deutschen Autobauer, so sagt man, deutlich verschlafen haben. Da gab es andere. Toyota ist da vorgeprescht schon vor Jahren mit dem Prius als Hybridmodell. Haben die Deutschen hier mittlerweile aufgeholt? Also ich habe gestern zufälligerweise den Herrn Wissmann, den Präsident vom Automobilverband, gehört, der ja sagt, die deutschen Automobilbauer wollen mit den E-Autos erst an den Markt, wenn sie die Qualität und den Standard von deutscher Automobils Kraft und Kunst darlegen können. Ich würde mich dem eigentlich anschließen. Momentan lässt man, glaube ich, das Ausland kommen. Sie sprachen es an, Toyota, viele anderen, und lässt die erst einmal den Markt auf den Markt kommen, um dann zu schauen, so könnte ich mir es vorstellen, ob man da mithält oder ob man das deutlich überbieten kann, davon gehe ich eigentlich eher aus. Ich habe Sie als Vermögensverwalter hier, nicht nur für die Einschätzung insgesamt zu den Automobilwerten, sondern auch zu den Aktien an sich. KGVs sind deutlich zurückgekommen, klar angesichts der gesunkenen Aktienkurse. Sind die wieder billig aus Ihrer Sicht? Also ein KGV von durchschnittlich 5 für die Automobilbauer ist historisch betrachtet natürlich sehr, sehr billig, wie Sie sagen, aber vielleicht auch eher günstig zum Einstieg. Davon würde ich momentan sogar eher ausgehen. Man muss aber wissen, mit dem Automobilwert habe ich einen Zykliker im Depot, der schwankt von oben nach unten. Wenn Sie den Gesamtvergleichscharts von Daimler nehmen, über 20 Jahre, da war es, wenn Sie vor 20 Jahren draufschauen und heute, da hat man nicht arg viel Geld verdient. Aber währenddessen hat man viel Geld verdienen können. Kurzum, Automobilwerte momentan, denke ich, sind eher günstig bewertet und ich denke, da kann man schon den einen oder anderen kaufen. Noch ein Wort am Schluss zum Gesamtmarkt, nicht nur zu den Autowerten, auch hier insgesamt Einstiegskurse bei ca. 5.400 Punkten? Also würde ich durchaus so sehen. Also momentan ist so viel eingepreist, so viel Negatives. Wenn wir jetzt ein Positivum von der Politik bezüglich Griechenland oder andere Problemfelder lösen, dann denke ich, macht es schon einen gewaltigen Schub am DAX nach oben oder generell in den Aktien nach oben. Ich sehe es als Einstiegskurse. Sagt Rolf Katzmeier von der SVA Vermögensverwaltung in Stuttgart. Herzlichen Dank für das Gespräch.